Ich hatte 3 Jahre keinen Sex mehr. Nicht wahr? Deswegen suche ich einen Mann. Für untenrum. Ich spätere Gespräche ausgeschlossen. Ich habe zwar meinen Herbert zu Hause, aber der ist ausgestopft. Haben Sie auch einen ausgestopften? Nee, ne? So, weil mit der Leidenschaft, nicht wahr? Die ist ja immer noch da. Ich war und als Frau hat man noch Drüsen. Nicht? Und die brummen immer noch. Wieder eins. Ja, ich bin eine reife Frau von 52 Jahre alt und ich brauche kein Vorspiel mehr. Ich bin 1,85 Meter groß und mit Stilettos 2,10 Meter. Nicht? Und ich wiege mich jeden Tag. Ich bin Fische und habe den Zwillinge als Assistentin. Was sind Sie denn? Jungfrau. Jungfrau! Nee, da kommen wir nicht zusammen, ne? Das passt doch vorne und hinten nicht. Nee, hauptsächlich hinten. Ja, was noch? Nicht wahr, was noch? Meine Hobbys sind weggehen und wieder zurückkommen. Ich bin eine alte Romantiksau. Ich liebe André Röhe. Ja, lacht ruhig. Nicht? Und Beton mischen bei Kerzen, wenn sie an sind. Ich bin sehr tolerant, aber ich sag euch was, ich werde zum Elch, wenn in meiner Wohnung nicht geraucht wird. Ja, ich bin sehr fortschrittlich und der Meinung, dass man sich mit der Zukunft beschäftigen sollte, weil die kommt ja schon morgen, wenn wir Pech haben. Am Abend schalte ich gerne mal ab und gucke so Actionfilme, wo so Leute kaputt kloppen. Mit einer Hammer. Oder auch am Leben lassen, ist egal, Hauptsache drauf auf den Rummel. Hey, von meinem Partner erwarte ich, dass er es verträgt, dass eine Frau auch mal selbst ein bisschen denkt. Ich bin aber sehr anpassungsfähig. Nur was ich bei Männern überhaupt nicht leiden kann, sind diese feuchten Schlabberküsse. Ja. Ich bin an einen geregelten Tagesablauf gewöhnt, denn jeden Morgen um 7 Uhr habe ich meinen Stuhlgang. Aber ich stehe erst um 8 Uhr auf. So, ne? Das bin ich. Jetzt wissen Sie Bescheid, also schreiben Sie mir. Und ich werde wie immer jede Zuschrift beantworten, wenn Sie wollen, mit Foto, damit Sie wissen, wie ich aussehe. Aber wehe, wehe, Sie nehmen das als Vorlage für Schweinereien. So, ich hoffe, ich finde auf diesem Wege einen Mann, der meinem einsamen Leben ein Ende macht. Auf Wiedersehen. So, wir sind ja ein paar Schnuckelchen da, nicht wahr? Ja, pass mir bloß auf, doch. Nee. Ja.